Sö. Jetzt mit Ö anstatt mit O. Ja, was gucken. Was ausprobieren. Sozusagen. Oh Gott, sind die Waffen schwach im Vergleich. Erklärt so vieles. Hätte ich Materialien für. Usa. Ja. Und die Fasseln. Fasseln. Ich bin zwar nicht der Fan, super Fan von der Fasseln, aber. Naja. Hau rein. Und die Booster. So, wir brauchen auch die legendären Teile. War ja klar. Was raus und du auch zwei. Shit. Überlege mich, ob ich jetzt mal umskille. Auf Gewehre, nur so Spaß. Bisschen Abwechslung reinbringen. Können wir auch hier ein bisschen Punkte sparen, irgendwo überall. Nicht, dass wir hier viele Punkte drin hätten. Echt wenig drin eigentlich. Vielleicht sogar hier mal mehr reinbringen. Einfach das mitnehmen. Kosten, das kostet mich respecken. 7000, das wird ja mal teurer. Do it! Okay, wichtigste, wir müssen das lernen, sonst dürfen wir die Waffen nicht benutzen, die wir herstellen. Und wir haben sie eh noch nicht hergestellt, verdammt. Brauche ich nicht unbedingt, aber müssen wir auch benutzen, glaube ich. Den nehmen wir einfach wieder mit. Und das auch. Wenn nicht viel verändern. Runes, also Ninjutsu Moichimoto weiter mitnehmen. Der hat überhaupt nicht funktioniert, aber ich werde es nicht aufgeben. Hier wieder mindestens einen Punkt. Der reicht auch, denke ich. Ich habe ja kaum. Die Stacks werden ja nicht wirklich benutzt zur Zeit. Erst später, weil Cooles viel höher haben. So, den mitnehmen. Und die Kamera jetzt auch mal mitnehmen, fertig. Hier benutzt man. Wir haben einen Punkt da, den wir, glaube ich, nie wirklich verwertet haben. Regeneration, was soll's? Im Kampf Regeneration an. So, und jetzt Gewehre. Was haben wir denn? Schaden. Kritische Trefferchance beim Deckung. Außer Deckung schießen. Ja, bitte. Scharfschütze und Präzision haben wir noch keins. Gewehrmaschine mit Nachladezeit verringern, gib ihm. Bei belaufenden Gegnern mehr Damage, yes. Zielen. Schaden beim Zielen. Das macht keinen Sinn. Ja, gib ihm. Nachladezeit. Lohnt sich das? Ich hau immer wieder drauf aus Reflex, aber nicht wirklich aus Nutzen. Was kriegen wir demnächst? Ich kriege auf jeden Fall noch einen Punkt. Ist ja früh. 9 nochmal ein. Und auf 10. Ach komm, was soll's. Wenn man sagt, man schießt damit, dann sollte man es auch benutzen. So. Die können wir wie gesagt nicht herstellen, aber. Hauptwaffen. Die hergestellte Booster. Nachladezeit. Wahrscheinlich werden wir mehr die Fasseln benutzen. Und das Ding haben wir auch noch dabei. Da kann man das auch ausrüsten. Müsste Low Level sein, aber egal. Aufsätze. Jetzt können wir die ganzen Visiere ausprobieren, die ich noch gar nicht probieren konnte. Also zumindest eins. Mal sehen, wie es aussieht. Oh Gott, was ist das denn? Wer kommt auf diese Ideen? Ernsthaft? Bleiben wir mit dem Klassischen. So. So, was können die Waffen? Ja, die hohe Anzündwahrscheinlichkeit, höhere Anzündwahrscheinlichkeit. Und das Ding kann witzigerweise durch Wände schießen.
ganz nebenbei, ne? Warum auch nicht? Vollkommen overpowered, wenn man das ausnutzt. Das haben wir hier aufgesammelt. Ach, hier unten random. So, neue Bewaffnung. Müsste eigentlich die Muzzle Bags und so weiter noch ausprobieren. Aber machen wir erstmal Mission. Wollen die was tun? Ne? 5 Minuten schon läuft's und nichts getan. Reggie. Hör mal, wir haben die letzte ehrliche Polizistin der Stadt gefunden. Sie heißt Anna Hamill und hat sich mit ihren Ermittlungen sehr viele Feinde gemacht. Was erwartest du? Wäre also besser, wenn sie den Fall vergessen würde. Verstehst du? Das weißt du schon über Kaputti, Scheiße. Ich weiß, wie das klingt. Aber sonst macht es eh bloß wer anders. Naja, vielleicht findest du ja eine gute Lösung. Infos sind im Anhang. Wie geht's so? Guten Tag. Nee, ich will echt mal. Suche nach neuem Chrom. Na dann, da bist du hier richtig. Na, mal sehen. Du hattest ein paar interessante Sachen, aber. Ja, wann das? Ja, soweit wird es alles. Das wird alles noch dauern. Okay. Okay. Ich will erstmal einen Kleinen haben, damit ich mehrere Sachen machen kann. Quick Hacks, Gedöns. Oh, recht auch Dings. Hier habe ich mehr UV-Slots. Damit ich auch mal Sachen nutzen kann. Ja. Was hast du noch so? Irgendwo ein Kran, den wir aufgesammelt haben. Yay, gib her. Heilung. Jeden Teil bin ich zu doof für. auch kein Mensch. Was haben wir hier für ein Zeug? Sande, Visistan-Gescheiße. Uff, kriegt man richtig viel Geld für, oder? Cool. Ja, er hatte noch was Interessantes. 300. Interessant. Früher waren es 200. Die haben über die Rüstung runtergedreht, aber das Ding wurde hochgemacht, okay. Und das Ding ist sowieso super broken. Feuerimmunität mit dem Schadensbonus. Wird Pflicht später mal. Ne, meine Kleidungsmods gegen Strom und Blutung und dann damit Feuer. Kapazität, brauchen wir nicht. Ich will keine Arme. Kein Geld für Beine, okay. Irgendwie Verbesserung. Du bist halb Mensch, halb Megablock. Rapper haben selten organische Körper. Vor allem nicht solche. Die meisten verstehen nicht, dass das Hirn besser mit echter statt synthetischer Muskulatur funktioniert. Selbst wenn du nur eine Hand ersetzt, büßt du schon Konzentration und Wohlsein ein. Cyberware macht mehr Ärger, als dass sie hilft. Kein gutes Marketing für einen Ripper, Doc. Stimmt. Aber Chroma wie dich hält das nicht auf. Ich bin ein Chroma, okay. Ich hoffe. Okay, ich kann sie auch einsetzen. Hauptsache, wir haben jetzt mehr Dingens, damit wir. Genau, jetzt können wir auch die Sachen nehmen, die teurer waren bisher. Nicht, dass es notwendig wäre, aber hey. Hi, Schätzchen. Ich habe was zu bieten, was es in keinem Braindance gibt. Meinst du etwa wahre Liebe? Haha. Kichern wie ein Schulmädchen kostet bei mir extra. Nice. Hier, komm. Hab sie gefunden, wuhu. Hey, hey, nicht drängeln, es ist genug für alle da. Komm ich rein? Weiß ich nicht.
Yay, Dan. Becky, hier rein. Wait. Wieso kriege ich nur Zeltzimmer, wenn ich nichts bezahlt habe? Naja. Es gibt viele Wege, um reinzukommen, by the way. Ich hätte auch hier einfach hochgehen können. Ups. Hey. Halt! Keinen Scheißschritt näher! Wer steckt hinter dem Job? Ich brauche einen Namen. Anna, vergiss diese Ermittlung. Glaub mir, ist gesünder. Ist das eine Drohung? Du bist es schließlich, die eine Knarre auf den Kopf gerichtet hat. Ganz ruhig. Ruhig. Ich will dir helfen. Ist dein Stimmenimplantat im Arsch? Das heißt einschüchtern. Vergiss die ganze Sache einfach. Du legst dich wirklich mit den Falschen an. Aha. Mit wem genau? Wer sind die? Deine Kollegen wollen dich loswerden. Diese Bastarde. Ich wusste es. Robert Kowalski und Bill Adams. Hurensöhne. Scheiß drauf, das ist es nicht wert. Ja. Okay. Ich lass mich nicht von so einen Wichsern umbringen. Ich scheiß auf die, den Job und diese Stadt. Und? Was machst du jetzt, Anna? Sind wir neuerdings befreundet? Kann dir doch egal sein. Ich lass die Ermittlung sein. Punkt. Und du verpiss dich, Söldnerin. Wir lassen dich in Ruhe, du lässt uns in Ruhe. Kannst du meinen Honig klein machen? Die ja schon. Bin Du bist echt überzeugend, hm? Das freut mich sehr. Auftrag erledigt. Ja. 5000. Neues. Ich weiß noch früher. Da konnte man diese Mission sofort machen. Sein Haus verlassen konntest du. Bist hier hingegangen, um dir den Ping zu holen für umsonst. Hast die Mission gesehen, hast du mitgenommen. Und aus irgendeinem Grund habe ich wahrscheinlich durch diese Mission immer gedacht, Regina wäre eine Polizistin. Ich weiß nicht warum, aber ich ging irgendwie davon aus am Anfang immer, dass sie eine Polizistin ist. Oder wie sie war, bevor sie Fixer wurde. Ich brauche neue Waffen. Hey, was geht? Und zwar anständige. Klar doch, tob dich aus. Hast du zufällig... Nein. Ach, scheiße. Muss ich dafür extra zu Wilson für die Dinge? Ja, ist auch schlecht. Na gut. Entmüllen. Ist auch weg. War auch nicht vorbei. Ja, den. Mal sehen. Vielleicht lässt sie sich abusen. 700, nimm hin. Na, das war die alte, auch mit dem Rückstoßdingens. Schwierig. Wahrscheinlich lässt sich dann irgendwann eh kaufen ohne Ende. Müssen noch Kleidung entmüllen. Na gut. So. Muss er wegschießen. Extra. Extra umgeskillt für andere Waffen, aber noch nicht einmal geschossen. Ich schicke dir mal Malware.
Mit Absicht. Ein Demon von Bad, dem Netrunner, dem wir helfen. Dafür musst du das Subnet eines Megagebäudes hacken und diese Dateien hochladen. Infos anbei. Das klingt ja interessant. Ah, Sabotage. Fällt da gerade was ein? Das können wir natürlich so machen. Ja. Wenn das funktioniert. Und zwar... Ah, wait. Kann ich den draufsetzen? Yes. Gut. Das war Nachladezeit. Ah, mal sehen. Kann man Schalldämpfer drauf? Gut. Wir haben mehr zu machen. Und hier oben mehr Puffer. Bei uns interessiert hier eigentlich nicht wirklich alles. Was haben wir? E5, alles. Ich habe irgendwann so umgestellt, ich gucke nur nach dem ersten und wenn mehr, sich mehr ergibt, ist das halt cool. Wenn nicht, dann nicht. So. Schalldämpfer für Sneaky Sneaky. Daran mache ich denn sehr wenig. Ui. Wie gesagt, die Waffe kann durch Wände schießen aus irgendeinem Grund. Gina! Ne, auch eins. Lasse den Raum. Ja, ich bin da dabei. Interessant, dass das nicht verändert wurde. Und hier 1.5 hat ja das ganze Balance-Gedöns. Aber die MP, die durch Wände schießen kann, die ist geblieben. Also kriegst du Eddies und wir sind alle glücklich. Yay. Auftrag erledigt. Danke, wie? Ach, so bin ich. Ach, schön. Ach, schon wieder so ein Ding. Okay, was soll's. Die humanitäre Krise auf dem europäischen Festland und im Mittelmeerraum spitzt sich immer weiter. Jüngsten Berichten zufolge sind um die 20% des gesamten Kontinents nicht mehr in Leben. Ah. Hast du das gehört? Ist nur eine Frage der Zeit. Yay. Und wo ist das Abholteil? Da hinten, okay. Ich wusste, ich muss irgendwann noch darunter. Irgendwas gab es mir noch, ich weiß nicht was. Wir können doch mal Service für uns angepasst. Aufträge.
Bei dem jetzt mal kurz vorbei. Was kaufen. Steuern werden offiziell verboten. Ab sofort dürfen chinesische Bürger nur noch autonome Fahrzeuge nutzen, die von der Regierung vorher genehmigt wurden. Staatlich zugelassene, selbstfahrende Autos sind auf vorher festgelegte Routen beschränkt, wie beispielsweise den Arbeitsweg einer Person. Die chinesische Regierung gab ihren Bürgern eine Woche Zeit, um alle noch... Interessante Nachrichten. Anti-China. Guten Tag. Ich könnte dein Fachwissen brauchen. Und du? Was willst du genau? Ich will die Dinger haben. Das Schema. Und das kann man auch mitnehmen nebenbei. Ja, mehr wollte ich nicht. Dankeschön. Was kostet die Herstellung? Oh, Epic Komponenten natürlich. Und du? 12. Ah, oh, fuck. Viel. Naja. Hm, bist du auf der Karte? Was war der andere? Hm, Moment. So, ich bin beim Netrunner mal noch ein paar Hacks gucken, aber. Naja. Junkladen, genau. Ich suche einen Junkladen. Und dafür gibt es einen Grund. Shit. Ist das der einzige? Fuck. Hier gibt es irgendwie auch noch Missionen. Das ist nervig, dass das irgendwie alles so nach und nach jetzt erst kommt, dass man hin und her fahren muss. Was soll denn das? Schweinerei. Okay. Problem ist, wenn ich Panams Mission mache, verliere ich wieder mein Auto. Das ist mir wichtiger als sie. Hey, sie kann das nachvollziehen. Sie und ihr Auto ist ja genauso eine Geschichte. Hey. Noch eine Ausdauer mehr. Beschwimmen. Okay. Hier gibt es einen Junkladen. Okay, machen wir es so. Ich fahre jetzt Richtung Alma. Uff. Wow. So viel haben wir übersehen. Na gut. Im Grund, warum ich die nicht abarbeite. Nur so, wenn es auf dem Weg läuft. Auf dem Weg ist okay. Ich warte immer noch. Ich denke mal, das ist die beste so. Das ist ja lächerlich viel geworden, ey. Scheiße. Was sieht nur so aus, wenn man alle auf einmal sehen kann? Okay. Na, das kann man doch so nebenbei machen. Haben wir hier unten nicht erst? Ach, ich Moment. Eine Hand Maus, eine Hand Controller. Die ergibt keinen Sinn. Was zum? Ja, weg hier.
Sorry. Ich meine, ich habe keinen Führerschein in echt, ja, also. Ich muss mich nicht benehmen können. Ey. Außerdem ist das Umsehen mit dem Controller ein bisschen schwammig. Das Umsehen mit der Maus ist sehr viel besser, aber dann kann ich nicht lenken. Das ist scheiße. Ach, das Ding hier ist das. Wie? Es geht um geklaute Medikamente. Jemand versteckt die in der Wohnung in Kabuki. Aber ich weiß nicht, was dich da sonst noch erwartet. Sei vorsichtig. Bring sie mir zurück und ein paar Ripper werden dir sehr dankbar sein. Mehr Infos sind anbei. Dann suchen wir mal. Was heißt suchen? Wir finden. Halt! Ja, okay. Aber Vorsicht mit dem Abzug. Wie hast du mich gefunden? GPS-Transmitter an den geklauten Meds. Hast du wohl nicht deaktiviert? Gib sie mir und ich bin weg. Geklaut? Das Paloperidol wirkt nicht. Also, wer klaut hier von wem? Wer? Ripper Dogs. Die sind die Verbrecher. Paloperidol? Für Cyberpsychose? Ich bin nicht irre, verdammt! Ganz ruhig. Klappe! Geh weg! Machen wir Drohnen mal. So sieht's aus. Entweder du gibst mir das Zeug, oder Maxtech kommt dich besuchen. Wie kannst du für die arbeiten? Du verdammtes, käufliches Stück Scheiße! Ich mach dich nieder! The Carnage. Ich glaube, das ist die erste Carnage, die ich sehe. Ja, du lebst noch, oder? Lotschaden sollte ja nicht unten liegen. Never mind. Hey, ja, ich meine nur. Unschöne Info über die Mission. Wenn du ihn überzeugst, dir die Dinger zu geben, knallt er sich selbst ab, nach, wenn du weg bist. Ja, was soll die Scheiße? Keine Ahnung, was mit ihm los ist. Was raucht ihr hier eigentlich? Das Pink qualmt, ey. Ach, Dropout. Na gut. Bin ich durch? Maybe. Nicht offiziell, aber. Ob da. Ich sag's ja. Fahrzeuge sind magnetisch. So sehr wie die Gegner mit davor rennen, also die Gegner, die Zivilisten davor rennen. Ich bin ja aufgelevelt, oder? Ne, bin ich noch nicht. Ne, das war nur Street Cred. Danke, V. War sicher nicht einfach, aber du hast das perfekt erledigt. Auftrag beendet. Ja, super, perfekt. Ach, Autoverfolgung. Warum ist immer noch Psycho? Nein, wir haben ja gesagt, wir wollen eigentlich zu Annam. Das ist hier unten. Aber auf dem Weg werde ich halt schon. Oh, da ist was, nimm mit. Aber ja, ich habe jetzt mal eine Hauptmission als Ziel zumindest. Ja. Was willst du? Gibt es schon neue Aufträge? Aber
Junkladen. Kann ich mich mal umsehen? Wenn du am Ende auch was kaufst, klar. Genau, ey, du hast nämlich das, was ich haben will. Oh, du hast ein Schema. Na gut. Die Teile. Oh, wie teuer ist eins? Oh, nur? Okay. Damals, ja, dieses typische damals, hat einer der Teile immer 1000 gekostet. Das kosten 100 Stück. 1000. The fuck. So. Wie gesagt, na gut. Die kann ich brauchen. Und komm, wir kaufen einfach mal alle. Dann müsste sich das erst einmal. Ne? Jetzt können wir nicht die ganzen Sachen bauen. Wir sollten, ja, ich sollte einfach alle Teile kaufen, die wir immer finden. So. Moment. Nehmen wir erstmal die Dinge ab, nicht, dass wir die verschwinden gleich. Ja, da uns fehlt es. Interessant. Die Teile hätte ich, aber ja. Den Skill dafür nicht. Stimmt. Itemherstellung höher, neue Sachen gelernt. Haben wir auch schon die ganze Zeit diese alten Sachen. Nee, das ist total sinnlos. Wir haben jetzt gelernt, blaue Items herzustellen, aber wir können legendäre Items kaufen. Just saying. Okay. Du da. Und du da mit du da. Warum nicht, hau rauf? Ach ja, ach Manu. Ja. Ich habe vergessen, den bis dann die Feuer. Ich habe gelesen, das soll sich auch im Nachhinein drauf geben. Das muss ich einfach gucken. Vielleicht sehe ich es. Moment. 42 bis 51, 307 DPS. Okay, es funktioniert. Huh. Schweiß wegwisch. Und die könnten wir jetzt auch verbessern. Nebenbei. Aber solange ich die Pistole nicht benutze, machen wir es nicht. Was wollte ich? Nates. Ich brauche mehr gewöhnliche Komponenten. Ach genau. Welches das gibt's denn? Wir haben Crit-Schaden. Ja, wir haben gar keine Crit-Chance. Jetzt Chance 2%. Hä? Immerhin, I guess. Und diese zufällige Nebenmission. Schnellreise. Was ist denn hier? Ach, das Ding ist hier. Natürlich. Hey, was geht? Hör mal einen Moment zu. Haut ganz schön in die Klamm, für was? Ja, keine Ahnung. Für meine ungeschulten Ohren klingt er ganz ordentlich. Gibt wesentlich Schlimmeres. Weißt du warum? Die Technik ist nicht so wichtig. Aber das Feeling, das zählt. Der Junge trägt einen tiefen Schmerz in sich. Etwas, das er nicht loslässt. Und das hört man.
Könnte ein bisschen mehr Charisma haben und die Akkorde besser treffen, aber so alles in allem gar nicht mal so übel. Aus deinem Mund klingt das fast wie ein Lob. Hast du auch so angefangen? Straßenmusiker mit großen Ambitionen? Sehr witzig. Ich habe nicht von Ruhm geträumt. Hatte alle Hände voll zu tun, damit die Welt wach zu rütteln. Ah ja. Erfolg kann sich lohnen. Wenn du die Welt wachrütteln willst, muss die Welt dir erstmal zuhören. Und das hat seinen Preis. Wer gibt dir denn einen Vertrag, wenn du in deinen Songs die großen Konzerne anmachst? Aber wer seine Ideale einmal verkauft hat, ist sie für immer los. Schon gut, du Künstlerprinzesschen. Immerhin hattest du ein paar Gigs. Hab die Erinnerungen gesehen. Ja, wir haben überall gejammt. In Parks, Fabrikhallen, Underground-Clubs. Nun, damals haben die coolen Leute uns gefeiert. Einige haben es aufgenommen und geteilt. Du meinst, es gibt noch alte Samurai-Bootlegs? Die könnten ein paar Eddies wert sein. Jetzt wechselst du auch auf den Sellout-Zug? Da kommen mir ja fast die Tränen. Jetzt mal Spaß beiseite. Glaubst du, dass es nach all den Jahren solche Aufnahmen noch gibt? Das Rainbow Cadenza ist nicht weit von hier. Da haben wir früher ein paar Mal gespielt. Geiler Schuppen für Leute, die echt was von Musik verstehen. Vielleicht wissen die ja was. Ich hab's schon mal gesagt, ich fand eure Musik scheiße. Also. Keine Ahnung. Johnny? Ich glaube, dein geiler Schuppen ist heute eine schmierige Fressbude. Hirnloser Kapitalismus, wie er leibt und lebt. Man kann nicht immer gewinnen, ha? Deshalb sollte man gefallene Krieger ruhen lassen. Andernfalls müssen sie mit ansehen, wie alles, wofür sie gekämpft haben, vor die Hunde geht. Guten Tag. Hey, Rainbow Cadenza. Sagt dir das irgendwas? Oh Mann, noch eine. Bist mächtig jung für die Frage. Was meinst du? Ich sag dir, ständig fragen hier irgendwelche alten Rocker, wo denn ihr toller Club aus der Jugend hin ist. Und jedes Mal sage ich, dass er vor 20 Jahren von einem Konzern gekauft wurde. Ich sollte ein Schild aufstellen. Sag mal, weißt du was über Bootlegs von damals aus dem Rainbow Cadenza? Zum Beispiel von Samurai? Samurai. Samurai. Hä? Dieser rote Fratze? Ja, die alten Knacker kenne sogar ich. Manchmal kommt hier rein, ziemlich alter Kerl im Samurai-Shirt rein und spricht stundenlang mit den anderen verrückten Fans. Du weißt nicht zufällig, wo ich ihn finden kann. Doch, in den 20ern, wo er hängen geblieben ist. Manchmal sehe ich ihn aber nebenan auf dem Markt. Was verkauft er da? Bio-Erdbeeren mit Sahne. Was glaubst du wohl? Er dealt mit alten, staubigen Tapes von alten, staubigen Indie-Bands, die keine Sau mehr kennt. Geil. Danke für die Info. Komm zurück, nö. Guten Tag. Hab gehört, du verkaufst noch richtige Musik. Was ist für dich denn richtig, ja? Ich hab die Cartesian Dualists, Eurodance-Kram, Tainted Overlord. Was von Samurai? Soll das ein Scherz sein? Nee. Never fade away. Dancing with my ex. Chipping in. Ich hab sie alle. Silverhand war der Messias des Rock'n'Roll. Ich würde die Alben umsonst auf der Straße verteilen. Aber ich muss ja von was leben. Ich brauch was Richtiges. Also zum Beispiel Bootlegs von den ersten Samurai-Gigs. Von den ersten Gigs? Du hast ja keine Ahnung, was du da sagst. Und dann noch so gelassen. Keine Ahnung, wie du von den Bootlegs gehört hast, aber vergiss es. Die würde ich nie so einem Nachwuchsfan in die Hand drücken. Hm.
Und seine Antwort hier ist Bullshit. Naja, komm. Oh, ich war öfter hier, als das noch das Rainbow Cadenza war. Ein Bootleg wäre ein schönes Souvenir an die gute alte Zeit. Blödsinn! Du bist zu jung. Als Samurai hier jammte, warst du noch nicht mal ein Zucken in den Kiroshis von deinem Papi. Aussehen kann täuschen. Woher weißt du, dass ich mein Gesicht nicht aus einem Katalog habe? Also gut, Punk. Beweis es. Wie endete der dritte Gig von Samurai? Johnny, jetzt hilf mir mal aus der Klemme. Ich brauche dein geballtes Samurai-Spezialwissen. Ah, der dritte Gig. Wer könnte den vergessen? Ich habe die Gitarre angezündet und zertrümmert. Die Leute sind ausgerastet. Hallo? Jemand zu Hause? Easy. Johnny hat seine Gitarre angezündet und zertrümmert. Falsch. Wer ist denn so blöd und zertrümmert zu Beginn seiner Karriere seine Gitarre? Kostet doch viel zu viele Eddies. Johnny, bitte. Mach mein Leben nicht noch schwerer. Es ist so schon schwer und kurz genug. Mein Gott, wie? Dazu fällt selbst mir nichts Geistreiches mehr ein. Lieber trete ich einen Bettler. Einen Blinden. Hast du einen Hänger in deiner Software? Hatten den dritten Gig im Cadenza. Ein kleines Feuer brach aus und ein paar Punks haben Bier drüber gekippt. Dennis Afro hat was abbekommen. Sie trug wochenlang eine Perücke. Techhaar war unter ihrer Würde. Moment. Jetzt weiß ich wieder. Es hat gebrannt. Arme Danny, die schönen Haare. Das hätte ich fast vergessen. War das nicht Johnny? Er hat eine brennende Kippe ins Publikum geschnippt. Das ist doch Bullshit. Die Kippe war von Carrie. Aber hey, irgendwie war Johnny ja immer dran schuld. Ich kann immer noch nicht glauben, dass du da warst. Aber was soll's? Nur ein echter Fan kann sowas wissen. Schätze, man muss dem Nachwuchs eine Chance geben. Vielleicht findest du ja was hier unterm Tisch. Siehst dir an. Ja, ich find's gut. Es ist Junk. Musik verkauft ist Müll. Ganz offiziell. Für null nehme ich sogar mit. Ich danke dir. Nimm das Teil und verbreite Silverhands Worte. Tod den Konzernen. Das hat ihn zu schnell fertig gemacht. Wer hätte das noch übertrieben? Man sagt, das Leben sei der beste Lehrer. Habe ich auch mal geglaubt. Sieh ihn dir an. Mindestens 60, aber lebt immer noch in 2020. Er ist dein größter Fan. Freut dich das nicht? Ich habe den Saka Tower gesprengt, aber er steht immer noch. Was hat's also gebracht? Die Leute müssen endlich anfangen, nach vorne zu blicken. In die Zukunft. Sonst wird sich nie was ändern. 60 Jahre. Irgendwas muss sich verändert haben. Weißt du, was sich verändert hat? Die scheiß Fassade. Ein neues Interface hier, ein neuer Synthosüßer Scopshake da, ein neues Gesicht bei Arasaka, aber alles der gleiche alte Mist. Es gibt Veränderungen, auch wenn man sie nicht sofort sehen kann. Es passiert. Vielleicht, aber wer erinnert sich noch daran, dass ein Mensch mehr ist als ein Fleischsack voller Implantate? Jetzt darf ich auch offiziell diese Schuhe anziehen, ja? Just say. Und wir haben die Schuhe, welche cool aussehen. Nur ganz nebenbei. So. So, was hat er gesagt? Nur echte Fans wissen von der Perücke und der brennenden Haaren. Ganz ehrlich, ich glaube, das ist eine Nachricht, die sich sehr, sehr leicht verbreitet hätte.
Genau das Gegenteil, würde ich sagen. Wir sind fast am Cap. Brauchen wieder Punkte drin. Hier haben wir jetzt erstmal ein höheres Cap. Oder gibt es auf 12 was ganz Wichtiges, was sie unbedingt haben? Mehr Schaden aus dem Deckung schießen. Oh, das ist so gut. Das ist so. Das ist das, was den Gewehr-Skillbomb identifiziert. Das aus der Deckung schießen. Finde ich zumindest. Das war mal so. Ich glaube, es wurde ein bisschen reduziert. Bei. Fuck it. Nehmen wir mit. 5%, aber wir nehmen erst einmal den noch mit, weil das sind garantierte 5%. Das, wenn ich nicht in der Deckung hergucke. Was für ein Widerspruch ich hier mache die ganze Zeit. Anyway. Das ist durch. Das Ding endlich mal machen. Die erste Mission endlich mal fertig machen. Und damit muss ich dann irgendwie hier hochfahren und hin und her. Blah. Eine Scheiße. Aber nicht mal heute.